Yo, Leute, was geht ab? Ich dachte, ich mache euch mal wieder ein Video. Ich bin jetzt nicht so der Videomacher. Und zwar will ich euch zeigen, ich habe hier eine Haube geschenkt gekriegt. Und genau, da versuche ich jetzt einfach mal ein bisschen was rauszuholen, zum Machen, zum Gucken, was man machen kann. Und nehme euch mal mit bei der Reise. So, hier seht ihr die schöne Haube vom Käfer. Die wurde mir so übergeben. Hier schön viel geiler Dreck drauf. Und sie hatte wohl überall Roststellen, die man im falschen Farbton einfach wahrscheinlich geschliffen hatte, draufgesprüht, dass nichts mehr passiert. Und jetzt über die Standzeit, die Jahre, kam einfach der Rost wieder überall durch. Und auch gesagt, vorne ist alles einfach überlackiert. Und jetzt versuche ich euch mal, ja, zum Zeigen, auch für mich selber, ich versuche ja auch immer irgendwie weiterzukommen, was man da damit alles machen kann. Da ich jetzt mal gedacht habe, ich mache mal was Schöneres draus, bin ich mal hingegangen und habe die Hälfte abgeklebt hier und habe mal die eine Seite gereinigt. Sprich, die alte Farbe runter, man erkennt's. Wurde wahrscheinlich auch nur wegen der Kante drüber lackiert. Und hier hat man so eine Roststelle gehabt. Wie gesagt, das habe nicht ich geschliffen, das war schon. Das kam unter den Beilackierungen raus. Genau. Und jetzt versuche ich das mal zu reparieren und den Lack wieder auszubessern. Und blende euch dann Bilder ein, weil ich hatte schon gearbeitet. Das soll Ausstellungsstück für mich war. Und genau, viel Spaß. So, jetzt habt ihr gesehen, was der Plan war. Ich habe euch eingespielt, wie die verschiedenen Stufen waren, wie ich gearbeitet habe. Und jetzt geht es weiter zum Endergebnis. Also Endergebnis noch nicht ganz. Ich habe jetzt die eine Stelle zwischendrin. Wie man sieht, man erkennt es immer leicht. Hier erkennt man es auch. So ehrlich bin ich. Ja. Man sieht nur leichte Stelle, hier war es auch blöd wegen vom Abkleben mit dem Schleifer. Die Stelle habe ich jetzt nur ganz leicht überpoliert. Ich denke im Gegensatz zu vorher, also hier sieht man vorher, hier nachher, sieht man das, ja, sieht eigentlich recht gut aus. Und jetzt habe ich hier vorne noch eine Stelle. Man sieht etwas, die glänzt nicht so arg wie die dahinter. Und an der vorderen Stelle arbeite ich jetzt wieder Patina hin, dass man einfach mal so einen Zwischenstand hat, wie es gereinigt aussieht, wie es repariert und poliert, also dezent poliert aussieht und wie man es reparieren könnte und wieder Patina aus Fahrzeug bringt auf der Originallack. So, jetzt zeige ich euch das fertige Ergebnis. Habe vorne leicht Patina eingemacht. Dann kann man zeigen, so können das wieder aussehen. Und damit, mit der Haube wollte ich jetzt einfach mal zeigen, was möglich wäre oder was man machen könnte. Und für mich war es cool als Übung, weil die Sache anpassen, gerade so kleine Stelle auf Fläche, ist immer eine Scheißarbeit, macht auch absolut keinen Spaß. Und man sieht den Unterschied immer ganz leicht. Man kriegt es nie 100% hin. Aber ich denke, mit dem Ergebnis kann man leben. Und wenn ihr es mal live seht, guckt es euch an, oder wenn ich irgendwo bin, guckt es euch an, und wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare, schreibt mir. Genau, ich versuche immer zum Helfen und bis dann. Und ja, hier noch die fertigen Bilder. So, das habe ich ja hier, haben jetzt die gereinigte, die leicht polierte und die leicht nachgearbeitete Stelle. Ich hoffe, ich kriege das euch relativ gut drauf. Ein bisschen mehr mit Licht arbeite. Hier ein schöner Läufer rein beim Griff. Dann natürlich leichte Steinschläge. Hier waren schon Ablatzungen drin. Der wurde mal schon mal überlackiert, nicht von mir, sondern der Forscher. Das habe ich jetzt auch einfach umgearbeitet. Genau. Und so sah das Ganze ja vorher aus und so nachher. Und mit den Bildern verabschiede ich mich
Und tut, tut. Haut rein.